Wir von Mr. Broccoli und Vegan Podcast Team wünschen dir von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Genieße die Zeit mit deinen Liebsten. So, und damit auch du über Weihnachten deine Form hältst und keine Wohlfühlfunde ansetzt, hier die wichtigsten Tipps. Erstens, faste bis zum Mittag, um ungewünschten Eskapaden zu entgehen. Dadurch erhält dein Körper die Chance, die Reste des Vortages zu verdauen und auch zu entgiften. Zweitens, ziehe Kraft dem Cardiotraining vor, um deine Muskeln auch wirklich zu reizen und nachhaltig zu stärken. Denn während des Joggens verbrauchst du gar nicht so viele Kalorien, wie du denkst. Willst du mehr darüber wissen, schau in die Shownotes. Drittens, achte auch auf die richtige Lebensmittelauswahl. Leere Kohlenhydrate sättigen nicht lange. Nimm also genügend Proteine und auch Fette zu dir. Und vergiss ja nicht das Gemüse. Des Weiteren solltest du auch die Essensreihenfolge clever wählen. Denn wenn du völlig ausgehungert vor dem Hauptgang stehst, ist es klar, dass du voll zuschlägst, da ja das Sättigungsgefühl immer erst verzögert eintritt. Trinke also ca. 30 Minuten vorher einen Proteinshake oder esse eine andere magere Proteinquelle, wie beispielsweise Brokkoli, damit du da nicht komplett ausgehungert dort ankommst. Und da heute Weihnachten ist, hat Christian jetzt noch weitere Hacks für dich. Kombiniere das Intervallfasten mit viel Bewegung, vor allem an der frischen Luft. Warum an der frischen Luft? Weil das natürlich nochmal zusätzlich den Stoffwechsel antörnt und vor allem, weil es ja in dieser Jahreszeit relativ kalt ist, sprich die Kälte regt eben auch wieder unseren Stoffwechsel an und somit haben wir da einen doppelten Effekt. Bewegung, Sport ist eben ganz, ganz wichtig, dass eben dein, letztlich dein Stoffwechsel auf Touren kommt. Das ist so eines meiner besten Tipps, dass du sagst, dreimal am Tag, keine Angst, du musst nicht dreimal ins Gym, aber dreimal am Tag bringst du deinen Stoffwechsel richtig auf Touren, lässt du dein Herz knallen oder richtig, richtig hochschlagen, indem du dich viel bewegst. Das können auch immer nur 5 bis 10 Minuten sein, also kurze, knackige Einheiten, wo du einfach richtig, richtig auf Touren kommst und das aktiviert dann eben auch den Nachbrenneffekt. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht immer diese 2-3 Stunden Sport, sondern es machen eben auch kleine Einheiten aus, wenn sie richtig ausgeführt werden. Da darfst du natürlich für dich einfach das Richtige finden. Finde die Sportart, die dir Spaß macht. Wichtig ist, dass du es hauptsächlich tust, dass du nicht nur den ganzen Tag sitzt, denn wenn dein Stoffwechsel niedrig ist, wenn du den ganzen Tag sitzt, wenn du dann zusätzlich noch sehr viel isst, sehr fettig isst beispielsweise, dann setzt du das fast alles in Fett eben auch um. Und das wollen wir ja nicht. Sowohl dein Körper möchte es nicht und auch dein Gewissen möchte das nicht. Hier ein kleiner Geheimtipp, beziehungsweise kein Geheimtipp, einfach eine Wissensinformation, weil das viele nicht wissen. Versuche, wenn du viel isst, kein Alkohol zu trinken. Also Tipp Nummer 3, kein Alkohol. Warum ist das so? Weil wenn im Körper Alkohol vorhanden ist, dann ist das wie eine Droge für den Körper. Er schaltet auf Alarmzustand und diesen Alarmzustand will er erstmal beheben und dementsprechend baut er das Gift, das Alkohol ab. Also Alkohol ist für den Körper wie ein Gift. Das möchte er so schnell wie möglich aus seinem Kreislauf, aus seinem Organismus raushaben und dementsprechend baut er das ab. Und in dieser Zeit kann keine Verstoffwechselung des Fettes passieren. Das heißt, in dieser Zeit baust du kein Fett ab, sprich, wenn du jetzt Bier, Alkohol, Wein etc. trinkst und gleichzeitig eben Dinge isst, dann funktioniert eben die Verdauung nicht mehr so richtig, weil erst das Alkohol abgebaut wird und letztlich die anderen Sachen erstmal abgelagert werden. Also wenn du es dir einfach machen willst, verzichte einfach auf das Radler oder das Glas Wein. Und schon hast du da einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Tipp Nummer 4 ist, vermeide den Notfallmodus des Körpers. Was meine ich jetzt mit dem Notfallmodus? Ich habe in Tipp Nummer 1 von Intervallfasten gesprochen und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du auf deinen Körpertyp hörst und hörst, ist das was für dich? Für manche ist Intervallfasten nicht das Richtige. Da darfst du eben vor allem eben mal in die ayurvedische Lehre schauen. Da haben wir auch einen ganz tollen Bericht auf Vegan Athletes, den ich dir in den Shownotes verlinke, wo es darum geht, welcher Körpertyp du bist und gerade solche Vata-Typen, die einen sehr, sehr schnellen Organismus und Stoffwechsel haben, die brauchen dann doch immer mal wieder was zu essen. Also wenn du da fast vor Hunger stirbst, ess lieber ein kleines Frühstück. Wenn du weißt, mittags oder abends gibt es dann wirklich die großen Mengen, dann solltest du beim normalen Rhythmus bleiben und da einfach über die Menge etwas regulieren. Weil der Notfallmodus trifft nämlich immer dann ins Spiel, wenn der Körper merkt, es ist zu wenig da. Oder
oder es kommt nicht genug. Also sprich, du könntest jetzt hergehen und sagen, ich esse heute Abend richtig viel, ich bin da eingeladen, es gibt 3-4 Gänge, da esse ich jetzt den ganzen Tag nichts. Das funktioniert bei manchen Körpertypen, bei manchen aber auch nicht. Manche haben dann wirklich solche Hunger-Cravings und der Körper merkt, da kommt nichts. Ich muss alles, was ich jetzt bekomme, als Fett, als Depot abspeichern, weil es kann ja sein, dass wieder solche Notfallzeiten kommen. Das magst du natürlich unbedingt vermeiden. Also achte darauf, dass wenn du wirklich, wirklich viel Hunger hast, du entweder erstmal ein Glas Wasser trinkst, ja, oder 2 Gläser Wasser trinkst, denn sehr, sehr oft sind diese Hungersignale missgedeutete Durstsignale. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und wenn das dann immer noch nicht hilft, dann ist eine Kleinigkeit, du möchtest dem Körper immer das Signal geben, hey, es ist genug da, du kannst es richtig gut verstoffwechseln und du musst nichts einspeichern. Tipp Nummer 5. Lass abends so gut wie es geht die Kohlenhydrate weg. Ja, also gerade Kohlenhydrate sorgen ja für viel Energie in unserem Körper. Das heißt, die brauchen wir früh, es brauchen wir Mittag, um richtig kraftvoll in den Tag zu starten oder durch den Tag zu kommen. Abends und in der Nacht möchte der Körper entspannen, er möchte regenerieren und da dürfen die ihm auch die Nährstoffe liefern, die er braucht, um zu regenerieren und beispielsweise verletztes Gewebe zu reparieren. Und da hilft eben Protein. Also das heißt, wenn du gerade abends Proteine mehr zu dir nimmst und Kohlenhydrate eher weglässt, beeinflusst du damit den Stoffwechsel des Fettes positiv und du verbrennst zusätzliche Kalorien, weil in der Regel die Einnahme von proteinreichen Lebensmitteln mehr Energie verbraucht, als du durch die Einnahme von proteinreichen Lebensmitteln an Kalorien zu dir nimmst. Und das ist natürlich ein ganz tolles Zeichen. Und zudem förderst du natürlich eben auch noch die Fettverbrennung in der Nacht und die Muskelregeneration. Das also ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du schlemmen möchtest, dann versuche da einfach irgendwie die fettigen Pommes wegzulassen oder nicht so viele Kartoffeln oder Nudeln etc. zu essen, sondern achte darauf, dass du proteinreiche Lebensmittel hast, wie Linsen, wie Bohnen, wie die Lupine, wie fermentiertes Soja, was noch ganz gut ist. Also da einfach schauen, dass du da natürlich eben auch nicht zu fettig isst. Das wäre jetzt vielleicht noch ein Tipp hier, den ich noch nicht genannt habe. Vermeide zu fettiges Essen, gerade, sag ich mal, auch Öle etc. im überwiegenden Maße, wie es ja gerade bei solchen Weihnachtsgerichten verwendet wird, kannst du lassen. Ja, und letzter Tipp, ess viel Grünes zu all dem dazu. In vielen Restaurants gibt es Salatbuffets. Du kannst dir extra Gemüse dazu bestellen oder wenn du eben zu Hause eingeladen bist, dann nimm eine ganz, ganz tolle Gemüseplatte mit, richte die schön her und das freut auch viele, viele anderen an demselben Tisch, die dann vielleicht eben auch ihr Gewissen da ein bisschen erleichtern können. Und zudem sieht es einfach ganz, ganz toll aus, neben den anderen Schmausgerichten, dass du da ein bisschen lebendiges Grün, lebendige Farben auf dem Tisch hast und das hilft natürlich eben auch, deine Vitamine wieder reinzubekommen. Und Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, das sind alles Mikronährstoffe, die brauchst du, um sowieso optimal zu verdauen und dann hilft es dir auch für das gute Gewissen, denn wie heißt es so schön, das Glück liegt im Darm und wenn dein Darm richtig funktioniert, dann funktioniert eben auch dein Gewissen noch besser. Also sprich, dort werden dann Glückshormone ausgeschüttet und machen dich einfach happy. Wenn du noch mehr Inspiration für tolle Rezepte brauchst, verlinke ich dir einen Artikel zu der ganz tollen proteinreichen Lupinenrezepten. Die kannst du natürlich dann ohne Bedenken machen. Die sind aus meinem Buch Vegan Kochen mit Lupine. Sehr eiweißreich, wenig Kohlenhydrate, wenig Fett, Clean Eating pur, kein Zucker, kein Weizen. Du kennst das ja. Mehr möchte ich heute gar nicht machen. Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten, dass alle gesund sind und bleiben. Auch in der Zukunft. Und mach deinen Liebsten schöne Geschenke, am liebsten in Form von Komplimenten, in Form von Wertschätzung, in Form von all den schönen Dingen, die vielleicht auch nicht unbedingt materiell sind. Dein Christian, dein Mr. Broccoli wünscht dir eine segensreiche Zeit. Wir hören uns bald wieder.
Alles Liebe, stay vegan, stay healthy, eat your broccoli. Dein Christian. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.